Nach dem Schottern ist vor dem Schottern. Na gut, jetzt habe ich wieder mein Sepp Herberger Zitat verballhornt. Und das stimmt im Prinzip ja nicht, wenn man eine Anlage fertig geschottert hat. Ist sie fertig geschottert? Ah, nee, das ist noch zu viel. Die richtige Menge Schotter ist zwischen den Schwellen, wenn man noch problemlos ein Körnchen dazu fegen kann und das runterfällt. So, das kann jetzt erstmal gewässert werden. Und
Jo. Und auf zum nächsten. Ups, das war sehr, sehr viel. So, das kann bewässert werden. Hier habe ich jetzt übertrieben. Dadurch kommt die ganze Sache voll ins Schwimmen.
Da werde ich mal lieber kein weiteres Leimwasser mehr einbringen, sondern das einfach mal einziehen lassen.